Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir machen heute den Vergleichstest teuer versus billig. Der Laubbläser von Fuchsegg trifft auf den Laubbläser von Stihl. Das sind einmal 130 Euro und das sind einmal 250 Euro. Mehr Infos nach dem Intro. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das sind wie gesagt zwei sehr gute Laubbläser. Da kann man jetzt qualitativ wirklich nichts sagen. Wir machen natürlich gleich den Blast-Test und wollen natürlich gucken, wie viel Power die haben. Aber ich würde sagen, gucken wir uns zuerst die Geräte im Einzelnen einmal genauer an, was bei dem einen besser ist, was bei dem anderen schlechter ist. Und kommen wir zum Schluss oder letztendlich nachher zu unserem Blast-Test bzw. Pustetest. So, ich muss dazu sagen, dieses Gerät hier kostet im Online-Handel jetzt 250 Euro. Wer sich für sowas interessiert, ich verlinke euch das natürlich unter dem Video in der Infobox. Und das hier ist das Gegenstück und kostet 130 Euro. Wir haben auf jeden Fall, wenn wir das in die Hand nehmen, schon mal einen Unterschied von 1 Kilo. Wir haben hier 1 Kilo mehr. Also wer gewerblich damit arbeitet, der würde wahrscheinlich eher das Stihlgerät nehmen als den von Fuchsegg. Wer den ganzen Tag damit arbeitet, der bekommt nachher einen langen Arm. Und das will kein Chef haben, dass seine Angestellten müde werden. Deswegen erster Pluspunkt auf jeden Fall für den Stihl. Der Fuchsegg hat 26 Kubikzentimeter und der Stihl hat 27 Kubikzentimeter. Von der Laufleistung bzw. von der Power liegen beide in etwa gleich. Zumindest was die Hersteller sagen. Und zwar sagt Stihl und Fuchsegg 71 Millisekunden bei beiden Geräten. Hier und da haben wir auf jeden Fall kleine Unterschiede in den Geräten. Beide pusten auf jeden Fall mit Luft. Das ist auf jeden Fall schon mal das Grundsätzliche. Aber wir sehen hier auf jeden Fall die Schalter. Wir haben hier einen Schalter, der nochmal zusätzlich abgedeckt ist mit einer Gummihaut. Das heißt, auch bei Regen, da läuft nichts rein, da haben wir keine Probleme. Bei dem etwas einfacheren haben wir das natürlich nicht. Natürlich für den einfachen Hausgebrauch auch hier wieder völlig in Ordnung, aber auch da ein Pluspunkt für den Stihl. Leider gibt es einen weiteren Minuspunkt und zwar, jeder kennt das, diesen Benzinball, der sitzt hier bei dem Fuchsegg ein bisschen ungünstig und zwar hier drunter. Und dadurch wird natürlich der Vergaser mit Benzin versorgt, beziehungsweise dass er erstmal vollläuft, dass da keine Luft drin ist. Und der sitzt hier etwas ungünstig. Der ist beim Stihl etwas besser gehalten. Den haben wir hier schön offensichtlich an der Seite sitzen, so dass man da gut rankommt. Beide haben auf jeden Fall Anti-Vibrationsgriffe. Und ich würde sagen, wir schmeißen die mal an und gucken, wie schnell so ein Ding überhaupt anspringt. So, das Ding auf jeden Fall auch Schlag an. So, probieren wir auf jeden Fall als nächstes den Stihl aus. Auch der springt ohne Probleme an. Was bei beiden Geräten auf jeden Fall super ist, wir haben einmal eine super Laufruhe. Also das Ding ist nicht laut im Stand und wir haben hier einen Standgasregler. Das heißt, wir brauchen nicht dauerhaft den Knopf drücken, um mit diesem Gerät zu arbeiten. Das ist schon mal top. Das haben wir bei dem Stihl natürlich auch. Und dasselbe haben wir natürlich beim Stihl auch. So, ich würde sagen, kommen wir zum Blast-Test und gucken, was die Dinger so pusten können. Wir haben drei verschiedene Sachen. Einmal so ein Metallkegel, wie so ein Ofenrohr ist das, oder Lampenschirm. Dann einmal eine Frisbee und einmal einen Schwamm. Und den versuchen wir einmal über den Hof rüber zu schieben bzw. zu pusten. Und dann kann man sich ungefähr ein Bild darüber machen, wie das Ganze funktioniert. So, da liegen unsere drei Sachen und wir versuchen natürlich das Ganze hinten in die Garage reinzukriegen, in das Garagentor. Und dann gucken wir mal, wie gut das Handling ist und ob das bei beiden gleich gut funktioniert. Mit dem roten Fuchs beginnen wir. Und wir machen weiter mit dem Stihl. Kommen wir also zum Fazit zwischen teuer und billig. Jeder, der damit gewerblich arbeitet, der sollte sich auf jeden Fall für den Stihl entscheiden. Wir haben hier etwas höhere Qualität, leichteres Gewicht. Ansonsten von der Pusteleistung ist es dasselbe wie bei diesem Gerät, bei dem Fuchsegg. Ich habe auch beide schon mit Laub, mit nassem Laub und so weiter ausprobiert. Ich konnte da wirklich keinen Unterschied feststellen. Ich glaube sogar, dass sie fast denselben Motor verbaut haben. Von daher schon mal top. Hier wie gesagt ein paar kleine Abzüge. Das ist eher was für den privaten Bereich. Mit 130 Euro auch super günstig in meinen Augen und arbeitet genauso gut wie dieses Gerät. Nur dass wir hier eben keinen abgesicherten Schalter haben und hier unten drunter unser Benzinball sitzt.
Aber damit kann man leben, wenn man überlegt, wie viel Geld man spart. Und wie gesagt, wenn man das eine Stunde oder eine halbe Stunde am Tag benutzt, um eben Laub wegzumachen vom Hof. Ich verlinke euch natürlich beide Geräte unter dem Video in der Infobox. Klarer Gewinner von der Preis-Leistung ist auf jeden Fall der Fuchstank. Und Gesamtsieg hat auf jeden Fall der Stiel. Mit dem Preis jetzt nicht abgeräumt, aber er konnte auf jeden Fall mit Qualität überzeugen. Beide Geräte sind gut verarbeitet, lassen sich gut handeln. Wie gesagt, Kilo leichter, Kilo schwerer. Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis dann, euer Paul Kramer vom Videocheck. Lasst ein Abo da. Ciao.